einem Vortrag am 10. Februar in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen der Vortragsreihe über Zivilisationskrankheiten werde ich über die Diabetes-Epidemie sprechen. Diese Epidemie hat vor allem mit der enormen Zunahme der Adipositas zu tun und es gibt jetzt neuartige Wirkstoffkandidaten, die auf natürlichen Stoffwechselhormonen beruhen. Dadurch wird vielleicht eine personalisierte Stoffwechselmedizin der Zukunft möglich. Da gibt es Spannendes zu berichten und ich freue mich, wenn Sie kommen.